Na, das ist mir gleich. Jürgen, ja, das ne? braucht Ihnen nicht gleich sein. Natürlich können Sie den Caruso hören. So. Wir haben ja Caruso-Platten. Ja, ein Moment, bitte. Bitte schön. Wunderbar, wunderbar. Herrlich, gell? Ja, wunderbar. Naja, es ist eben der Caruso. Einzig. Ja. Wunderbar. Nun, was sagen Sie jetzt dazu? Ja, aber ich glaube, dass man nach dieser Platte nicht gut tanzen kann, wie? Ja, ich kann... Der, wo vor Ihnen gestanden ist, der ist Handtäschel gestohlen worden. Ja, erlauben Sie mir. Das bringen Sie ja fast so raus, als ob ich der Frau die Handtasche da gestohlen hätte. Ja, gewiss weiß es nicht. So, behaupten sollen Sie es auch noch. Behaupten kann ich es leider nicht. So ein Unsinn, so etwas verbitte ich mir ganz energisch. Es kann schon möglich sein, dass eine Frau etwas gestohlen ist worden. Das war halt ein Taschendieb. Ja, Kellerdieb kann es nicht gewesen sein. Die Frau hätte besser Obacht geben sollen auf ihr Täscherl, dann wäre nicht weggekommen. Da warst du... Ich frage, wo ich gehe, steht eine Uhr bei mir. Wie viele sehen Sie, weil wir eben von einer Uhr sprechen. Mein Urgroßvater, der lebt nämlich noch und dem wurde vor kurzer Zeit seine Uhr gestohlen. Und seit dieser Zeit fühlt er sich wieder bedeutend jünger. Denn jetzt ist er wieder nur mehr Großvater. Also zur Sache, die Uhr von Löwe. Ich habe... genommenen heißen Flüssigkeiten infolge der langen Speiseröhre meistens eiskalt in den Magen kommen und leicht zu einer Magenerkältung führen könnten. Fräulein Lilli Wisi ist sehr vermögend. Sie besitzt eine schöne Villa, 5 Paar Schuhe, einen Hofhund, 2 Dutzend Taschentücher und eine Hängelampe. Die Dame hat noch eine ganz kindische Stimme. Fräulein Lilli, sagen Sie mal den Herrschaften schön, wie Sie heißen. Ich heiße Lilli. Wie alt sind Sie? 35 Jahre. Ich danke schön, Fräulein. Den Zahn reißen wollen. Nein, sage ich, nur nicht reißen. Das halte ich nicht aus. Bei einer Hühneraugenoperation kann man vor Schmerz die Zähne zusammenbeißen. Aber beim Zahnreißen geht das nicht. Dann hätte mir der Zahnarzt den Zahn plombieren wollen. Kommt er mit so einem langen Schlauch daher, wo vorn so ein feiner, spitziger Bohrer dran war. Sag ich, was wollen Sie denn mit dem Bohrer? Ja, sagt er, den Zahn will ich Ihnen ausbohren. Ah, Zu- und Einkommensteuer. Da bin ich aber so geschwind abgegondelt auf Rentamt 3, Anfangsbuchstabe F bis X. Was meinen Sie, wie es denn jetzt hinzuhaben? Sie müssen die Steuer zahlen, hat er gemeint. Was muss ich, habe ich gesagt. Müssen die gar nichts. Du seid einer Kriegshofer Kasperl. Die gebe ich dann gleich einen Muss. Einen Steuerzettel hauen, das ums Meer rum, das meinst, der Propeller hat dich gestraft von einem Doppeldecker. Ich muss zahlen. Wer sagt denn das? Verlangst du von den Großkoppen den Steuer und nicht von einer armen Hausierin, die einen ganzen Tag mit dem Karren im Großstadtdreck umeinander ziehen muss, dass ihr tägliches verdient? Dann werden sie halt gepfändet. Ein Feuerwerk abbrennen. Ja, gewiss ne? stimmt mir das, aber das hätte doch gar keinen Sinn. Dann ja, wäre doch ja, ein Feuerwerk was nicht. Ganz Alltägliches. Ja, dann hätte doch auch das keinen Sinn, wenn es täglich dunkel wird. Okay, das hat eben schon einen Sinn. Denn wenn es auf der Welt niemals dunkel werden würde, ja. dann könnte man auch niemals ein Feuerwerk abbrennen. Ja, warum könnte man das nicht? Es heißt doch, alles kann man, wenn man will. Ja, natürlich ne? kann man das Feuerwerk auch jetzt abbrennen. Das meine aber ich man ja. sieht es ja nicht, weil es noch viel zu hell ist. So. Begreifen Sie denn das gar nicht? Ja. Der zweite Vers. Das Kanapee, das steht im Zimmer. Es sitzt darauf ein kleines Kind. Das Kind, das spielte mit den Kissen. Wie harmlos ich die Sache finde. Denn Kissen ist doch keine Sinn. Ha. Über diesen Vers habe ich mich die erste Zeit krank gelacht, wie ich mir denselben zum ersten Mal selbst vorgestellt habe. Vielen Bedürfnisanstalten in unserer Stadt. Es sei denn, dass die wirtschaftlichen, ökonomischen Bedingungen das einzige Hindernis in der Hemdknöpfelindustrie den Weg sperren würde, sich dennoch mit vereinten Kräften Mittel und Wege finden, die Überproduktion im Konfettihandel im Keime zu ersticken, um auf dem 23 Quadratmeter großen Grundstück des Realitätenbesitzers... So geschimpft habe ich in dem Kino drin, dass ich beute Klaviermusik noch übertönt hätte. Auf einmal schreit einer von der hinten reizt mir vor, geht ernst, weil bald einer Gebiss hat, in Zürmer hat er vorn. Sonst fallen ihnen nur die ganzen Weißbären raus, wo einer dort Krankenkasse die Hälfte dazuzahlt hat. Ja, was sagen Sie da dazu? Schauen Sie eine solche Frechheit an und darfst nichts sagen, sonst kriegst du noch Briegel, ja?
Vor mir sitzt so eine Lucke, hat einen steifen Hut auf und weil ich heute ein bisschen klein bin, jetzt sehe ich natürlich nichts wegen dem sein Hut. Ach, möchten Sie nicht so erst mal fressen lassen. Aber schau, das kann ich nicht schmecken, dass du gerade traumst. Ja, und ich kann da nicht zu dir sagen, lass mich schlafen, ja, weil ich gerade noch träum. Ja, weil, naja, es ist ja schon vorbei. Ne? Es ist ja gleich, ein schöner Traum war es ja sowieso nicht. Für eine Enten war das ein wunderbarer Traum. Für eine Enten ist es genauso, als wie wenn dir von einem Schweinsbraten träumt. Ja, ja, für eine Enten schon, aber du bist doch keine Enten. Aber im Traum war ich ohne. Nee, wie die Jen Mulligan, sie mit Etsy, laferte schon, wetze, wetz, wumpf, wumpf, goll, wutzi, bumpfim, wuschi, wuschi, sitz, wetz, tussi, 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 witzi, schrumm. So von um Runze, wie so Zitrone, da legst sie nieder, flim, flam, flum, tutti, tutti, grossi, heiße Suppi, blossi, ram auf Schlecken und von hinten rum. Anni, wie die Wei, Wei, tam, di, 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 tam, tam, schlucki, schlucki, wutz, wutz, gutti, gutti, gutti. In mein Rocknäck fahren. Diese Frau ist mir ins Radlnäck gelaufen. Ah, ist gar nicht wahr. Woher? Ich bin mitten auf der Straße gefahren und habe mit der Glocken gelitten. Die Frau hat mich nicht gehört. Und mein Glocken nicht gehört. Sie haben ja nicht gelitten. Ja, ja, ich weiß, was ich tue. Das ist ja nicht wahr, Herr Schutzmann. Das ist ja ein Schwindler. Ich bin kein Schwindler, ich bin ein Raubfahrer. Herr Schutzmann, ich bitte Sie, ich bin gewiss eine anständige Frau. Ich bin ebenso allein auf der Straße gegangen. Ja, ja. Nein, wenn Sie schon so allein auf der Straße gehen, dann sind Sie keine ganz anständige Frau. Ah, ja. Endlich senkte sich der Vorhang hinauf. Das Spiel begann. Nach dem ersten Akt kam eine Pause. Während dieser Pause wurde nicht gespielt. Warum sollen wir während dieser 10 Minuten langen Pause stundenlang diesen geschlossenen Vorhang anglotzen? Komm, Mutter, sprach ich, gehen wir in den Erfrischungsraum. Meine Mutter ist eine alte Frau, war vielleicht seit 30 Jahren in keinem Theater mehr. Im Erfrischungsraum war doch der Zufall, weil wir geredet haben von einem Raum. Nein, nein, das ist kein Zufall. Das ist doch kein Zufall. Da hätten Sie von ganz was anderem sprechen müssen. Sie haben im eigenen Weltanschauung. Ne? Ja, Gott sei Dank. Das ist schon ein Zufall. Das ist kein Zufall, ich erkläre es Ihnen nochmal. Der Radfahrer wäre so auch dahergekommen, wenn Sie auch nicht gesprochen hätten von ihm. Das weiß ich nicht, ne? Da hätten Sie von ganz was anderem sprechen müssen, von was Seltenerem, von was Interessanterem. Ja, sagen wir zum Beispiel, wenn Sie statt von dem Radfahrer von einem Ding, von einem Ozeanflieger gesprochen hätten. Das wäre... Du ihn nochmal um 50er raus und fangt nochmals ein Kaffee. Das ganze Teure geht. Die ganze Lafferei hätte sich die Hausmutter erspart, wenn sie sich bei mir ein einziges Packel Universalwaschpulver fix um 1 Mark mitgenommen hätte. Es ist konstatiert und von Sachverständigen nachgewiesen worden, dass man mit einem einzigen Packel Universalwaschpulver fix sämtliche Taschentücher vom ganzen Deutschen Reich waschen kann. Für dieses Universalwaschpulver fix, für das sie in jedem... Rechter Feuerwehrmann, der wo es also direkt mit dem Feuer zu tun hat. Ich muss natürlich schon dabei sein beim Feuer. Bloß brauche ich nicht spritzen, sondern ich muss blasen, damit der andere spritzen kann. Denn wenn ich nicht blase, dann kann der andere nicht spritzen. Das heißt, kennen tut er schon, aber dürfen tut er nicht. Ich darf ja auch nicht blasen, wenn ich will. Ich häng wieder vom Kommandanten ab. Der schafft mir an, wenn ich blasen muss. Schafft mir der Kommandant zum Beispiel... Dass ich für den Rodelschlitten 20 Mark Einsatz bekomme, kann ich von Tegernsee bis auf Holzkirchen zu Fuß heimfahren. Wenn auch mein Rechtsanwalt kein Zündholz auftreibt, deswegen ist nicht gesagt, ob das Filmdrama in 8 Tagen nicht mehr aufgeführt werden darf. Denn mit einem bloßen Händedruck kann man heutzutage kein Stiegengeländer mehr lackieren, weil das Zutrauen fehlt, obwohl kein Zeuge beweisen kann, dass man mit einem Freibillett eine Telefonstörung... Und man schiedet oben Wasser rein, nicht? Probeweise nicht. Dann läuft das Wasser natürlich unten aus, da dürfen Sie 10 Jahre Wasser... 30, 50 Jahre Wasser entschieden, wenn ich ein Bodenlaus läuft im Mund aus. Bei einem Vogelhaus ist das was anderes. Das sind auch so Wände, da wie beim Aquarium, nur mit dem Unterschied, dass die Glaswände beim Vogelhaus nicht aus Glas sind, sondern aus Luft und aus drauf. Wir haben in unserem Aquarium haben wir Goldfisch drin. Und im Vogelhaus haben wir einen Vogel. Dann haben wir einmal probeweise, nur aus Viecherei. Ja, wo taucht er denn dann unter? Ja, hast du es denn nicht gehört von dem Ausrufer? Drinnen taucht er unter, in der Schaubude. Ja, ist denn da Wasser drin? Na, selbstverständlich. Ja, da können wir doch nicht neigen, da ist ein Saftmeer drin. Haben Sie keine Angst, meine Herrschaft, dann kommen Sie nur herein, bitteschön.
So, und nun gehen Sie ganz vor, nehmen Sie am Wasserbassin Platz. Jawohl. Aber lehnen Sie sich bitte nicht zu stark an das schwache Holzgeländer an, sonst bricht es und Sie stürzen alle in das Wasser hinein. Nun, wer beginnen wir? Opferungswürdiger Beruf. Ja, das ist ein Kreuz. Mit meinem Sohn, da geht's jetzt die letzte Zeit Gott sei Dank auch wieder besser. Mein Gott, der arme Kerl hat was ausgestanden. Wissen Sie, ein gewisser Dr. Meyer, der hat ihn operiert, ganz oben am Kopf an der Räuberhöhleneiterung, ja. Oder Stirnhöhleneiterung, glaube ich, heißt ja. Ich weiß nicht mehr so genau. Denken Sie sich, unterm Operieren rutscht der Doktor auf einer Zitronenschale aus und fahrt meinem Sohn direkt ins Hirn auf. Es ist nur gar gut, dass mein Sohn das Hirn so weit hinten hat. Sonst wär's fehl gewesen. Jetzt mein zweitältester Sohn, der Alte. Kommt man auf die Welt und dann lebt man. War man bei Lebzeiten brav, dann kommt man später in den Himmel. War man aber ein Luder, dann holt einem der Teufel. Und wenn man dann ein Teufel geworden ist, bleibt man ein Teufel in aller Ewigkeit. Oder habt ihr schon gehört, dass einen Teufel nochmal der Teufel holt? Infolgedessen, weil jeder Teufel ein Teufel bleibt, ist die Hölle so voll Teufeln, dass schon fast kein Teufel mehr...